Hallo, Leute, ich bin der Xi und es geht weiter mit Metroid Prime 3 Corruptor. In der letzten Folge sind wir hier auf der Valhalla etwas weitergegangen und haben fürs Erste unsere Aufräumaktion beendet. Brio, Elysia und Norion liegen nun vollständig hinter uns und ja, wir können jetzt dank unseres Nova Beams in einen Bereich der GFS Valhalla vordringen, in den wir vorher noch nicht konnten. Dementsprechend ist das natürlich hier deutlich wichtiger. Beziehungsweise ja, ist halt jetzt quasi der Bereich, in den wir wirklich sollten. Und auch schon jetzt auch erst sollten. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ach du Scheiße. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Dass ich aber sehr wohl mit Absicht mache, dass ist dieses flüssige Fasern zu erledigen. Muss man wirklich sagen, es ist ein nerviger Gegner. Na gut, Gegner, die gut weglaufen können, sind immer nervig. Einfach nur, weil die Kämpfe sich unfassbar ziehen können. Mein Gott, es bleibt doch mal da. Wenn ich mich jetzt gerade nicht arg vertan habe, haben mir die Viecher ziemlich gut Schaden gemacht. Wie viel will dieses flüssige Fason jetzt noch aushalten? Ich weiß ganz genau, dass du da herumquillst. Oh, scheiße. Ich wollte die Leiche eigentlich analysieren. Nein, 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 nein. Ich lasse mich von euch nicht nochmal beißen. Ich treff's ja immer wieder. Herrgott, noch eins! Hallo! Na, nein, doch nicht! Mein Gott, es geht doch mal drauf! Du bist eine Flüssigkeit. Zwar eine radioaktive Flüssigkeit mit extrem mutagenen Eigenschaften, aber mein Gott. Kann es auch übertreiben. So, was haben wir denn hier? Panzertür verriegelt, Rumpfbruch wurde eingedämmt, Notfallmechanismus deaktiviert. Ich muss mal kurz schauen. Ich bin ziemlich paranoid, was mein Mikro angeht. Ich muss da ständig wieder nachschauen. Trümmer sind mit starken Ablagerungen von Fasern bedeckt. Wrackform lässt vermuten, dass eine Waffe detoniert ist. Aha. Etwa ein ungetesteter PED? Ist euch das zum Verhängnis geworden? Gut, im Nachhinein ist es irgendwie ein bisschen makaber, sowas zu sagen. Aber naja, man muss schon irgendwo sagen, dass die Galaktische Föderation ebenso wie die Weltraumpiraten es in mancherlei Hinsicht einfach mit ihrer Forschung zu weit treiben. So. Tja, wo sind wir denn hier? Doch nicht etwa in der Kammer der Aurora-Einheit, die offensichtlich nicht hier ist. Und die Musik ändert sich gerade ziemlich dramatisch. Ja, generell die Stimmung in diesem Bereich ist unfassbar. Kann man nicht anders sagen. Die ist einfach nur gut. Sicherheitsluke kann nicht geöffnet werden. Mutmaßliche Fehlfunktion der Steuerspindel innerhalb der Wand. Und da habe ich mein Signal wieder. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ihr kennt es ja. Es ist ja nichts Neues, dass sowas passiert. Hier war mal der Tank der Aurora-Einheit. Alles wow, 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 Moment. Was ist das? Steuerspindel der Sicherheitsluken blockiert. Komponente lässt sich durch starke Erschütterung lösen. Okay. So vielleicht? Okay. Ah, gehen die weg. Gut. Ich möchte mich trotzdem noch ein wenig hier umsehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das vorher mal erwähnt worden ist, was hier auf der Valhalla passiert ist. Und bin mir auch jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob es nicht jetzt dann erst erklärt wird. Aber naja, okay, ich meine, man sieht ja schon, was hier passiert ist. Das hier ist der ehemalige Raum der Aurora-Einheit dieses Schiffs und ja, die ist halt nicht mehr da. Welche Überraschung. Irgendwo muss sie dementsprechend hingekommen sein. Tja, was könnte man mit der neuesten Technologie der Galaktischen Föderation anfangen wollen, können wollen, wie auch immer. So. Ja. Nächste. So, jetzt hat ja alles wieder Strom. An sich gut, damit können wir da oben entlang. Tja, aber wir haben da was aufgescheucht. Ein weiterer Metroid-Brüter. Nummer 3. Tja, an der Stelle dachte ich mir, egal in welchem Durchlauf, ja, dann machen wir ihn halt nochmal. Muss denn immer dieser letzte Tentakel dann immer die Probleme bringen? Wirklich? Was? Da ich jetzt auch weiß, wie ich die Kleinen wieder anständig besiege. Ja, lass dich ärgern. Ärger dich, ärger dich. Hey. Ach nein, ich könnte ja noch einfach besiegen. Gott, bin ich dumm. Aber mir fällt gerade auf, dass dieser Brüter wieder etwas schwerer ist. Ah. Mal ganz von der miserablen Kampfumgebung abgesehen. Solche Attacken liebe ich, ja? Grundsätzlich. Ah. Wisst ihr, wenn ich die Tentakeln einfach mal öfter treffen würde, wäre der Kampf gar nicht so dramatisch. Er wäre mehr aufs Ausweichen bedacht als aufs Angreifen. Autsch. So, komm, den letzten jetzt auch noch. Darf doch wohl nicht wahr sein, sowas. Nein, jetzt ist er immer noch nicht weg. Ich komme halt wirklich nicht davon, ne? Sobald ich eine Wand hinter mir habe. Wie schnell bist du gerade? Hallo! Meine Fresse! Was ist das eigentlich, was man da durchs Fenster sieht? Da oben ist er. Wow. So, hier mit deinem nächsten Ärmchen. So, und jetzt hat er bloß noch die Hintern beiden. Das ist eine bessere Situation, meiner Meinung nach. Dann habe ich nämlich nicht mehr diese dämliche Situation, dass ein eingezogener vorderer Arm den dahinterliegenden ständig blockiert. Junge, Junge, Junge. Ah. Scheint mir insgesamt irgendwie schwieriger als die anderen, ich weiß nicht. Ich schätze aber, das wirkt einfach nur auf mich. Beziehungsweise, gut. Von der Kampfumgebung her kann er nicht der schwierigste sein, weil das war eindeutig der im Generator.
blödeste Kampfumgebung hat definitiv der im Generator. Ja, bleib ruhig so hängen, da habe ich so nichts dagegen, mein Lieber. So. Warum hat das beim ersten Mal so lange gedauert? Ich habe ihn doch beim ersten Mal wesentlich öfter getroffen. So, die Energie fällt natürlich in den Abgrund. Hey, was? Was ist mit diesem Spiel los? Was ist mit diesem Spiel los? Ernsthaft, der hatte nur einen Tentakel. Der ist mit einem Tentakel gestorben. Ich mach alles kaputt. Alles. Das darf doch nicht wahr sein. Leute, ihr könnt doch bezeugen, der hatte doch noch einen Arm. Der hätte noch nicht drauf gehen sollen. Wieso geht der gerade mit einem Arm drauf? Weil ich ihn gerade... Ich kann dem doch so normal keinen Schaden zufügen. Oder hat mein Beam irgendeine spezielle Wirkung auf den? Ich habe das die ganze Zeit nur nicht gewusst. Ja, also... Tut mir leid, das will ich ins Jubiläumsvideo haben. Das ist schon wieder... Ey, lass den los. Das ist schon wieder eins dieser Vorkommnisse, wo ich mir einfach nur denke, was zum Teufel. Das sind so Fälle, da tut's mir richtig leid, dass ich was kaputt mache. Ach, da bist du. Weil solche Sachen... Das ist dem Spiel dann einfach unwürdig. Ich werde den Kampf zwar jetzt natürlich nicht wiederholen. Keinesfalls. Ich werde jetzt nicht sagen, nö, den Kampf wiederhole ich jetzt, aber... Meine Güte. Das war jetzt wirklich ein Spielfehler, der musste so nicht sein. Aber hey. Haben wir wieder was rausgefunden. Und gut, ich meine, ich habe den Gegner zum dritten Mal besiegt. Ich habe den die anderen Male... ganz normal besiegt und ja, jetzt ist halt einfach mal... habe ich halt einfach mal das Spiel kaputt gemacht. So, jetzt sind wir hier auf der Kommandobrücke, glaube ich. Moment, bevor ich hier mit irgendwas interagiere. Wobei, da hinten gibt es irgendwas. Außer natürlich, hier gibt es irgendwas Blaues. Nee, da muss Energie eingespeist werden. Ja gut, dann klicken wir erstmal hier rauf. Oh. Dann halt nicht. Schauen, was war denn? Oh. Dieses PDA-Modell ist unter föderiertem Personal weit verbreitet. Auf der Anzeige steht... Ah! 78356. Und Eingabe. Data Log Entry 24673. This will be the last communication of the GFS Valhalla. Our efforts to repel the space pirate boarding force have failed. They have successfully removed the primary mounting structure around our space estate. It is obvious now that they intend to extract us from the Valhalla. It is vital that the Federation receive this transmission. Severing main power. A large bioform is creating a wormhole. Implant into. Sentient planet which is the source of all phaser. Darkness coming. Letzten Worte der Aurora-Einheit dieses Schiffs. Unpassender Augenblick. Ja. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Die Aurora-Einheit dieses Schiffs wurde entfernt. Nicht zerstört. Das ist wichtig. Das ist ein Unterschied. Soldat wurde offenbar umzingelt, bevor er mit einer Nahkampfwaffe der Piraten aufgespießt wurde. Soldat wurde mit großer Kraft gegen die Wand geschleudert, sein Genick ist gebrochen. Oh. Leichnam weist zahlreiche Verbrennungen auf, die von Waffen auf Phasenbasis stammen.
toter Pirat ist übersät mit Wunden, die vom Sturmgewehr eines. Okay, also alles einfach nur Lebensformel oder Sturmgewehr und da kommt was verfehlt. Hä? Ein hoher Vorfall. Ja, also egal wie schlimm die Orte in den. Egal wie schlimm die Orte in den bisherigen Metroid Prime-Teilen ausgesehen haben, ich muss sagen, die Valhalla übertrifft sie in puncto unangenehmem Gefühl allemal. Da muss offensichtlich Strom hin. Gar nicht mal wenig. Offensichtlich befinden wir uns in einem Schiff der Weltraumpiraten. Sehen, was können wir denn tun? Aber was sagt dir die Phason, die Aurora-Einheit da gerade? Ein Planet? Reinsten Phasons? Der Ursprung allen Phasons? Codesequenz der Piraten erhalten. The data you just acquired appears to be a space pirate entry code. Mhm. We are unable to determine its purpose at this time. Okay. Naja, aber das, was wir hier getan haben, das war der finale Zweck der Valhalla. Valhalla. Ich könnte kotzen. Bin ich zu blöd, diesen Namen auszusprechen. Valhalla. So. Alles voll mit Metroids. So. Oh nein, nein, nein. Nein, 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 vergiss es. Nicht mit mir. So. Reißt euch nochmal auseinander. Ach, so ist es gedacht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, aber ja, indem wir diesen Code bekommen haben, diesen Code der Weltraumpiraten, ist unsere Arbeit hier auf der Valhalla getan. Es gibt hier tatsächlich nicht mehr zu tun. Höchstens noch ein, zwei Gegenstände, die vielleicht irgendwo sind, aber keine Ahnung. Ich meine, ich habe alles durchsucht. Falls nicht, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum ich bisher, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie 100% in diesem Spiel hatte. Hab jetzt aber ehrlich gesagt eurem Let's Play nicht unbedingt matzmäßig Lust. Hier matzmäßig noch nach irgendeinem einzelnen Gegenstand zu suchen, der für meinen Spielfortschritt halt letztendlich nicht so wichtig ist. Die haben nicht so einen Schwachpunkt, ne? Nö. Habe ich mich jetzt bloß wieder zigmal verschossen oder au? Naja. Verschwinden wir von diesem trostlosen Ort.
Was halt besonders super ist, wenn man so einen Ort betritt und vor nicht allzu langer Zeit vorher mal Dead Space durchgespielt hat, dann ist die Wirkung von so einem Ort richtig gut. Dann wirkt das sehr, sehr, sehr intensiv. So, gut, 20 Minuten. Ja, damit sind wir auf der Valhalla fertig und unser nächstes Ziel lautet die Heimatwelt der Weltraumpiraten. Allerdings noch nicht zwingend die nächste Nervstelle. Je nachdem, wie viel es dort noch zu finden gibt. Denn wenn ich mich recht erinnere, haben wir auch einen Satelliten dorthin geschickt. Wo auch immer die in der Himmelsstadt lebenden Shoto die Daten her hatten. Aber ich meine, wir haben Daten darüber bekommen. Keine Geheimlevel. So, Minenanlage. Nein, ich glaube, ich will jetzt erstmal zum Kommandozentrum. Ja, ich werde jetzt da erstmal auf der Karte schauen, ob ich da auch solche weißen Punkte habe. Ob es auch wieder Kartenschimmel gibt. Falls nein, nö. Mir würde jetzt auch nichts mehr einfallen, was ich in der Heimatwelt der Weltraumpiraten vergessen haben könnte. Leider nicht. Ich würde mich nur zu gerne vor der Nervstelle drücken, wenn ich ehrlich bin, aber ja, spätestens, wenn mich die Erkenntnis erlangt, dass es nichts mehr in der Heimatwelt der Piraten für uns zu finden gibt, spätestens dann heißt es eben in den... Es ist nicht mehr ein saurer Apfel. Doch er ist sauer. Und zwar so sauer, dass man damit Glas ätzen könnte. Wer sich ein bisschen mit Chemie auskennt, der weiß, was ich meine. Und wir haben hier Aufzeichnungen, okay. Mal sehen, haben wir hier noch irgendwo weiße Punkte? Da haben wir schon mal einen. Ah, ja, ich erinnere mich. Da können wir eh noch nicht hin. Okay. In dem Bereich haben wir schon mal zumindest einen solchen Punkt. Dann in der Minenanlage. Da haben wir nichts mehr. Okay. Ah, im Hintergrund wieder. Nostalgische Musik. Da haben wir sogar noch einiges. Oh ja. Öha. Ja, da würde ich sagen, darf ich mich noch ein wenig aus der Affäre ziehen. Finde ich gut. Nee, aber ernsthaft. Leute, für die kommende Nährstelle möchte ich mich bestmöglich vorbereiten. So, weg mit dir. Ja gut, wir müssen sowieso in die Richtung, in die wir dann später auch noch müssten, aber... Moment. Ich muss ins oberste Stockwerk und von da aus dann wieder darüber, ja. Genau das. Das war diese eine Stelle, bei der ich den Spider-Ball gebraucht hätte. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Ja, wie gesagt, ich würde diese Satelliten gern verteufeln, aber letztendlich... Das heißt, es kommt halt immer drauf an. Wenn man es jetzt auf Normal oder Veteran spielt, dann kann man sagen, dass diese Satelliten einem etwas zu viel verraten. Aber unter dem Aspekt, dass ich jetzt hier gerade auf Hypermodus spiele und gewissermaßen so ein bisschen davon abhängig bin, was ich finde. So, die. Ja, Moment. So.
So, wie kam ich da jetzt nochmal rein? Wie ging das nochmal? Ach ja, da war doch... Stimmt, da war dieses Ding zum Umklappen. Da war diese Klappe zum Umklappen. Um es mal möglichst blöd zu formulieren. Ah, da war der letzte. Korrektur. So. Das Ding wollen wir umstellen. Und hier können wir jetzt hoch. Mit weiteren Raketen war zu rechnen. So, jetzt hätten wir an sich auch wieder eine schöne Anzahl. Was kommt denn jetzt noch? Diese Steuerung. Braucht ein bisschen Energie. Damit ich im Endeffekt nur einen Rückweg bekomme. Ja, das hat sich gelohnt. Zweifelsohne. Gut. Also das andere war Forschungsstation, ne? Yep, die anderen drei Punkte. Ja, mal sehen, ob ich die noch alle finde. Ich möchte es doch schwer hoffen. Alles weitere, was es hier noch gibt, ja, das dauert halt noch ein wenig. Offiziellen Weg, mir auch egal. Hier passiert doch sowieso nichts mehr. Achso, wir könnten dann gehen wir halt einfach da lang. Warum denn nicht? Hier sehe ich keine mehr. Moment. Gehen wir einfach hier lang. Den Raum sehe ich nicht so gerne wieder. Das war schon eine ziemliche Plackerei in der letzten Folge. Nee, also ich weiß nicht. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie ich den... Ich meine, den Raum hätte ich früher... dass der Raum früher nicht ganz so problematisch gewesen wäre. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich am Ende zu so einer Taktik gegriffen habe. Das war einfach, ja, ich weiß nicht, ich komme generell irgendwie in diesem Let's Play auf so ein paar für meine Verhältnisse, beziehungsweise für meine Begriffe, unkonventionelle Methoden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob vielleicht unter euch wieder welche sind. Ich meine, bei Metroid Prime 2 gab es ja auch jemanden, der recht rege Kommentare geschrieben hat, immer wieder, ja doch, ganz gute Ratschläge hatte, muss ich sagen, die mich dann auch zum Nachdenken gebracht haben. Waren halt einfach ein paar Sachen, ja, über die habe ich halt während dem Let's Play nicht so wirklich nachgedacht. War halt eben ein blindes Let's Play und ja, ich habe halt bezüglich Metroid natürlich immer noch gewisse Defizite hinsichtlich Munitionsverbrauch und sowas. Gebe ich ja zu, dass ich da immer noch ein paar Problemchen habe. Aber so grundsätzlich waren die Ratschläge damals schon gut. Hat mich sehr gefreut damals, dass Ratschläge kamen. Ich meine, hilft ja nicht nur mir, hilft ja auch anderen. Leuten, die diese Let's Plays anschauen. Dass wenn die das Spiel vielleicht mal spielen, dann machen die es halt besser als ich. Stört mich ja nicht. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man mal ein Negativbeispiel zeigt. Kommt natürlich immer drauf an, in welchem Bezug. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, die Aussage. Sollte man jedenfalls nicht. Für unser aller Wohl sollte man das nicht tun. So eine Aussage ganz schnell mal wieder schief laufen kann, wenn man sie falsch versteht. Aber das
ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder hier rein. Untersuchen die ganzen Räumlichkeiten jetzt nochmal. Sollte sich doch alles finden lassen. Würde mich jetzt ehrlich gesagt sehr wundern, wenn nicht. Hatte Samus eigentlich... Ne, das sah gerade nur so aus. Ich dachte gerade, Samus hätte zwei verschiedene Augenfarben. Ich höre euch schon wieder. Dann müssen wir diesen Raum halt erst einmal von euch befreien. Oh, du mit euresgleichen habe ich schon lange kein Problem mehr. Deinesgleichen ebenfalls nichts. Wow, zwei. Das hat mich ja jetzt fast angestrengt, Mensch. So, also, hier haben wir den ersten Gegenstand, den ich übersehen habe. Der soll hier irgendwo... Ja, das war die Wirbelsäule. Soll hier irgendwo oben in der Mitte... Ah, da oben sehe ich ihn. Ja. Oh. Ja, das tut weh. Aber... Ja. Ja, das war ich. Und schon ist die schöne Zahl wieder zerstört. Wobei 255... Ja, doch, 255 ist sogar noch eine schöne Zahl, aber... Das kommt immer auf den Bezug an. Ach ja, hier war die Sache... Auch wenn ich keine Laser sehen kann, muss ja keinen Alarm auslösen. So. Einmal das. Einmal das. Oh. So, das finde ich dann immer ganz interessant. Ach, ist ja bloß ein Durchgang. Ach so, da geht's ja ewig weit hoch. Ähnlicher Effekt wie bei der Glasröhre in Super Metroid. Ach, das ist ja bloß so eine Übergangsröhre. Ach, die geht kaputt. Oh, ein komplett neues Gebiet. Samus? Ich wollte gerade sagen, ich bitte dich. Alles kaputt machen. Oh, mein Gott. Abschirmung durch mehrschichtiges Energiefeld. Die Schichten lassen sich vermutlich mit einzelnen Explosionsrissen zum Kollabieren bringen. Brauchen wir da wirklich Explosionen dafür? Ja. Na denn, nö. Nehme ich mal. Gut. Haben wir das hier auch erledigt? Das Ding, was so weit außerhalb des Raumes lag. Komm, landen wir auf dem anderen Ding noch. Oder auch nicht. Da rollen wir drunter durch. Einfach zur Sicherheit, weil ich keine Lust auf Alarm habe. So. Sind wir nochmal in dem Raum hier? Tag. Ich weiß, dass ich eine effektivere Methode habe, um die zu erledigen, aber ich mache das einfach zu gerne auf die Weise. So, hier gibt es auch noch irgendwas zu tun. Das ist es nicht, nehme ich an. Nee, das ist komplett voll. Einmal, da wollte ich nicht hin. Nö, ich will da irgendwie oben drauf. Oder? Ach, das war gar nicht der Raum. Wo war der weiße Punkt denn dann? Ich habe jetzt zwei gefunden. Das waren noch drei. Ach, der war da. Oh, Mist. Gut, naja. Haben wir wieder ein kleines Kämpfchen mit Metroids gehabt. Ja, ich sagte Kämpfchen. Nabend. Dann halt nicht. Dann halt einen Scheißabend.
Ich hoffe. Nee, gar kein Abend. Machst du auf? Sowieso extrem unpraktisch, deren Türen. Da braucht bloß ein Element mal klemmen. So, wo ist der andere? Da ist er ja. Na komm, runtergehüpft. Und Samus will mal wieder nicht anvisieren. Was auch sonst. So. Gut, und das letzte befindet sich wieder in diesem Schacht. Was war das für ein Problem? Ach doch, ich erinnere mich. Da war die Sache mit der Boostballfähigkeit. War da nicht auch dann wieder was von wegen Spider-Ball? Ja, was soll es denn auch sonst gewesen sein, wenn ich es mir damals nicht geholt habe? Ich hatte ja alle anderen Fähigkeiten ansonsten schon. Spider-Ball war das Einzige, was gefehlt hat. Von daher. Mit dir? Mhm. Ah, da oben. Ah, mehr Raketen für unser Schiff. Das wird jetzt lustig mit der Verzögerung. Das wird super lustig. Vor allem, weil ich über den Ball so viel Kontrolle habe. Ne. Und irgendeinem von euch ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlich blöder Witz dazu eingefallen. Kann ich mir schon denken und ich werde ihn nicht aussprechen. Kichert euch doch selber ein zusammen. Ja, schwierige ist dabei, den Schwung wieder rauszunehmen. Du musst einerseits rüberkommen, dann musst du halt wieder in die Ruhelage kommen. Wenn ich jetzt gerade mal so auf die Uhr schaue. Ja. Da geht nur wenigstens ein Versuch der Nervstelle. So. Gut. Also dann, ich ergebe mich meinem Schicksal. Ab zur Nervstelle. Ich freue mich nicht darauf. Aber hey, vielleicht habe ich ja Glück und die Nervstelle klappt wieder auf den ersten Versuch. Ja, genau. Genau. Ausgerechnet diese Nervstelle. Gut. Eine Sache muss man schon sagen. Ich habe diese Nervstelle früher als nicht ganz so schlimm empfunden, wie die Sache mit den mit dem Antennenumbiegen. Das gebe ich zu. Ich habe die früher wirklich nicht als so schlimm wie das empfunden. Aber wir haben den großen Unterschied, dass wir gerade auf Hypermodus spielen und der Hypermodus nun mal gerade für die Weltraumpiraten den speziellen Effekt hat, dass diese ihren Hypermodus einsetzen. Und zwar eigentlich sobald sie uns sehen. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, dass wenn wir da so eine große Invasion machen, dass wir da einige Weltraumpiraten vor uns haben werden. Mit einige meine ich so richtig viele. Und wisst ihr, was noch schöner ist? Wir dürfen nicht mal richtig kämpfen. Das heißt, wir dürfen schon, aber wir dürfen nicht einfach nur uns durchmetzeln.
Nein, das ist ja nicht mal das Schlimme. Das Kämpfen an sich ist noch zweitrangig, vielleicht sogar drittrangig. Das Schlimmste an dieser Nervstelle ist etwas, was in vielen anderen Spielen ebenfalls schon genervt hat. Und meine Güte, werde ich mich jetzt aufregen. Ist unter anderem auch ein Grund, warum ich jetzt bloß noch eine Folge aufnehme. Ich meine, gut, ich habe jetzt fast 5 Stunden an Videomaterial heute produziert. Das ist einiges. Übermorgen mache ich dann noch die letzten beiden. Vielleicht die letzten beiden. Aber auf jeden Fall die anderen beiden Folgen, damit ihr wieder für die nächste Woche versorgt seid. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich es in den nächsten beiden Folgen schon durchspielen werde. Dazu müsste ich die Nervstelle jetzt wirklich auf den ersten Versuch hinbringen. Und ich sehe gerade die automatische Abschaltfunktion meines Fernsehers. Hat sich eingeschaltet. Darum werde ich jetzt mal kurz hier ein Fenster öffnen. Das auf AV-Fenster, das nach ein paar Sekunden weggeht. Ich übertrage das ja eh wieder zurück an den Fernseher, von daher seht ihr ja nichts davon. Das ist äußerst praktisch. Ich mag diesen Grabber, den neuen Grabber mehr und mehr. Da ist jetzt irgendwas passiert hinter mir, das ist mir aber relativ... Au. Ihr könntet mir jetzt ruhig ein bisschen was zum Heilen geben, wenn ihr schon da seid. Na gut, dann halt nicht. Aber vielleicht du? Kiste? Anscheinend nicht. Aber wir sollen uns hier mit General Dane treffen. General Dane. Ja. Outstanding work, Samus. I don't say this often, but I sure am impressed. Ich fühle mich geehrt. That said, you've still got work to do. Up ahead is the pirate cargo line that leads to the sea. There's a large security door located at the end. Four demolition troopers are needed to open the final door, so you need to make sure enough of them make it safely through this area. Merkt ihr jetzt, was ich meinte? You are the only one who can destroy the sea. We'll help along the way. Once we get there, it's up to you to finish the job. Ja, jetzt machen wir erstmal den Weg dahin. Right behind you, Samus. Do some damage. Aha. Also, wie gerade erwähnt, das Schlimmste an dieser Mission wird sein, unsere Leute zu eskortieren. Wir haben eine Escort-Mission vor uns. Und meine Fresse, das wird nicht schön. Samus, we are part of the demolition reinforcement squad. Ja. Since our armor is weaker than most of the troopers, we need you to watch our backs through this area. Our group color is yellow. Aha. Most of the demolition team has already started moving towards the seed, so you better get going. Luck. Ah, ich werd's brauchen. Okay. Attacke. Auf dieses. Auf zur letzten Nervstelle. Bringen wir es hinter uns. Okay, falsche Richtung. Achso. Achso, das ist so einer. Fängt ja schon mal gut an. Komplette Orientierungslosigkeit. Wir sind noch nicht mal durch die erste Schlacht durch und wir haben schon 2 verloren.
jetzt lang. Da lang, okay. Weiter. Ja, lass noch die voranlaufen, die keine Rüstung haben, Samus. Gott. Nein. Ich bin der Tank, ich gehe vor. So. Super, es darf nur noch einer draufgehen und dann war's das. Ich frage mich, ob das hier wirklich in unterschiedliche Sequenzen eingeteilt ist. Verkackt. Ja. Sag doch, es ist so eine Scheißstelle. So eine unfassbar bescheiden gestaltete Stelle. Ja, ich dachte es mir schon, dass ich hier wieder anfangen müsste. Natürlich sind die Zwischensequenzen nur dafür da, dass die vorne, nach vorne rennen. Ich
Ich hatte an der einen Stelle, wir hätten noch wesentlich früher verloren gehabt, wenn ich an der einen Stelle nicht an den vorbeigerollt. Ja, Klappe zu. Ja, genau, direkt hinter uns. Genauso wie eure verkackten Sprengmeister. Ja, das wird jetzt einige Folgen noch kosten. In dem Sinne, ja Leute. Ach, zurück kann ich auch nicht. Super, toll. Ja Leute, an der Stelle beende ich die Folge. Beim nächsten Mal quälen wir uns mit dem hier. Ich freue mich nicht drauf. Ihr habt gesehen, was das für ein Scheiß ist. Unsere Leute weichen nicht aus, sterben wegen ein paar Schüssen. Was soll ich machen? Ich bin abhängig von der KI, von leicht zu tötenden Soldaten. Tut mir leid, aber das ist eine, wie soll man sagen, mieser konzipieren kann man so eine Stelle nicht. Und das hat jetzt auch nichts mehr mit Schwierigkeit zu tun. Weil du an der Stelle nichts machen kannst, dass deine Soldaten den Gegnern derartig in die Arme laufen. Und vor allem jetzt am Schluss, ich dachte jetzt gerade, okay, jetzt muss ich noch den großen Plätten und Hammers. Nee, an irgendwas sind noch die anderen Einheiten verreckt und dann kommt die Meldung, ja, tut mir leid, doch verkackt. Der hat sich auf mich konzentriert, der hat ja noch nicht mal eine Bodenwelle lösen können. Wenn er sowas noch machen würde, dann wäre man richtig am Arsch. Aber wie gesagt, wenn das vorbei ist, dann ist das Spiel so gut wie durch. Den Rest packe ich. Aber diese Escort-Mission hier, das ist das Schlimmste im gesamten Spiel. Das war vorher nicht ganz so dramatisch, aber ich wusste genau, dass jetzt, wenn jetzt die Gegner kommen mit, die ganze Zeit ihren Hypermodus anhaben, dann wird diese Stelle die Hölle. In dem Sinne, ich freue mich nicht auf die nächste Folge, ihr vielleicht ja schon. Ich kann euch fast versprechen, dass ich wieder ausrasten werde. In dem Sinne, ich bin Xi, das war's von Metroid Prime 3 Corruption für heute. Bis dann, Leute. Ciao.